Ja, hallo liebe Kinder, liebe Eltern. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit euch Kinderkirche feiern können. Wir, die Anne und ich, wir sind hier in der Friedenskirche, wo ihr sonst auch immer hinkommt. Aber wir sind heute nur zu zweit und halten auch Abstand zueinander. Ja, ihr seht, da hinten auf dem Altar haben wir die großen Kerzen angezündet. Und auch hier an unserem schönen Kerzenbaum haben wir ganz viele Kerzen angezündet, für jede und jeden von euch eine. Ja, wir fangen jetzt einfach an, so wie wir immer anfangen. Ja, und dazu möchte ich euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Liebe Kinder, steht einfach auf und dann machen wir unser ganz normales Begrüßungsritual. So, lasst uns den Tag begrüßen mit den Füßen. Wir trampeln alle mal ganz kräftig. Mit den Händen, wir klatschen. Und mit dem Mund, wir gähnen ganz laut, als ob wir gerade aufgestanden wären. Lieber Gott, sei du nun bei uns, wenn wir hier jetzt von der Ferne zusammen Gottesdienst feiern. Wir werden zusammen singen, wir werden zusammen eine Geschichte hören und ihr zu Hause und wir hier werden dann euch noch ein paar Dinge mit an die Hand geben, was ihr basteln und tun könnt. Darauf freuen wir uns gemeinsam und jetzt fangen wir an. Lasst uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, loben, danken dem Herrn. 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 Lass uns miteinander singen, loben, danken dem Herrn. Lass uns das gemeinsam tun, singen, loben, danken dem Herrn. 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 In der letzten Zeit habe ich an vielen Häusern selbstgemalte Bilder mit Regenbögen gesehen. Auf manchen Bildern steht auch geschrieben, alles wird gut. Bestimmt habt ihr das auch schon gesehen und vielleicht auch schon selbst Bilder mit dem Regenbogen gemalt. Viele von euch haben ja auch Bilder gemalt, die in den Fenstern im Ernst-Flato-Haus hängen. Das sieht so schön aus und darüber haben sich ganz viele Leute gefreut. Vielen Dank nochmal, dass ihr das gemacht habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich noch weitere Bilder vorbeibringen. Vielleicht ja auch Bilder vom Regenbogen, um den es heute in der Kinderkirche geht. Vielleicht haben manche von euch auch schon mal einen Regenbogen am Himmel gesehen. Ein Regenbogen erscheint ja am Himmel,
wenn es geregnet hat und dann hinter den dunklen Wolken wieder die Sonne hervorkommt, wenn alles wieder gut wird. Wir singen jetzt das Lied vom Aufgang der Sonne und dazu stehen wir mal alle auf. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Liebe Kinder, ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Einst gab es einen großen Regen auf Erden. Damit die Tiere und die Menschen nicht alle ertranken, sagte Gott zu Noah: Geh, bau ein großes Schiff, eine Arche. Du und deine Familie und viele Tiere sollen darin Platz haben. Noah baute mit seinen Söhnen ein riesiges Schiff. Als alles fertig war, sagte Gott: Nimm von jedem Tierart ein Paar, ein Weibchen und ein Männchen. Alle sollen im Schiff geborgen sein. Noah rief den Tieren. Sie zogen und flogen in die Arche und suchten sich einen Platz. Als alle im Schiff waren, auch Noah und seine Familie, wurde die Türe verschlossen. Dann kam der Regen, viele Wochen lang. Und denkt euch, sie haben nicht gestritten. Tage und Wochen haben sich alle vertragen. Der Hund hat die Katze nicht gebissen. Und die Schlange hat das Schaf nicht erwürgt. Der Bär hat die Honigbiene nichts zuleide getan und der Storch hat den Frosch in Ruhe gelassen. Noahs Kinder haben die Tiere nicht geärgert, denn alle warteten, bis der große Regen aufhörte. Eines Tages wurde es ganz still. Kein Trommeln von Regentropfen war mehr zu hören. Noah öffnete ein Fenster und ließ eine Taube fliegen. Und sie brachte einen kleinen grünen Zweig zurück. Da wussten alle, jetzt können wir aus dem Schiff. Es gibt wieder Nahrung auf der Erde. Noah öffnete das große Tor. Die Tiere zogen aus. Am Himmel stand ein großer Regenbogen. Seht Gottes großes Geschenk, sagte Noah zu seiner Frau und seinen Kindern. Das ist ein Friedensbogen. Damit sagt uns Gott: Solange die Erde steht, nie mehr vergeht Tag und Nacht. Gott ist's, der wacht, Sommer und Winter. Gott schützt seine Kinder, die Großen und die Kleinen. Keine soll mehr weinen. Freut euch, wenn ihr in diesen Bogen seht, der groß und bunt am Himmel steht. Das war unsere Geschichte zum Regenbogen. Ja, nach der Geschichte ist ja immer der Moment in der Kinderkirche, wo wir dann zusammen was basteln oder malen. Das können wir jetzt ja nicht zusammen machen, aber wir haben uns ein paar Sachen überlegt, die ihr auch ganz einfach und gut zu Hause machen könnt. Also, wir haben erstmal gedacht, wenn ihr Knete zu Hause habt, dann könntet ihr Tiere für die Arche Noah aus Knete basteln. Hier ist zum Beispiel ein Wal. Oder hier ist eine kleine Maus,
Da könnt ihr erst einfach so eine runde Kugel machen und dann noch den einen Schwanz für die Maus und zwei Augen und einen kleinen Schnurrbart und schon ist die Maus fertig. Und hier, die ist jetzt gerade umgefallen, eine Giraffe. Oh je, die hat schon ein Bein verloren, aber das kriegt ihr bestimmt besser hin. Da könnt ihr ja mal gucken, was ihr alles für Tiere machen könnt. Dann haben wir hier so buntes Krepppapier. Das ist also einfach von einem Krepppapier so ein Stück abgeschnitten. Könnt ihr euch einfach so reißen, wie das so passt. Und dann könnt ihr die hier an so einen Strauß, vielleicht könnt ihr irgendwo im Garten ein bisschen Grün reinholen, abschneiden und reinholen und in die Vase stellen. Und dann könnt ihr euch einfach so einen schönen bunten Strauß machen, vielleicht mit den Farben des Regenbogens oder eben einfach mit den Farben, die ihr zu Hause habt, an Krepppapier. Genau, dann sieht das schon ganz schön aus und passt auch zum Mai, ein Maistrauß. Genau. Und dann haben wir noch überlegt, was ihr auch ganz einfach machen könnt, das ist Kresse zu Hause selber anpflanzen. Dann nehmt ihr einfach so ein ganz normales Taschentuch und legt das auf ein kleines Tellerchen oder vielleicht auch zwei übereinander. Das reicht dann aber auch schon. Dann schüttet ihr etwas Wasser da drauf, dass die so gut feucht sind. Und dann könnt ihr, das gibt es im Drogeriemarkt oder vielleicht auch im Supermarkt, könnt ihr euch ein Tütchen Kresse kaufen, mit den Eltern, mit euren Eltern natürlich. Maske ab Montag. Mit Maske, genau. Und dann könnt ihr die Kresse hier einfach, die Kresse-Samen hier drauf streuen. Es kann ruhig so ein bisschen dicht sein und aus jedem kleinen Kresse-Samen kommt dann Kresse. Und Kresse ist sehr lecker und sehr gesund. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn jetzt Kresse mit dem Regenbogen zu tun? Die Kresse, die braucht zum Wachsen Wasser, wie den Regen und Sonne und Wärme. Sonst funktioniert das nicht. Genau, so wie der Regenbogen. Ja, und dann haben wir uns noch überlegt, ihr könntet zu Hause auch Pantomime spielen. Das heißt, einer oder eine macht ein Tier vor. Wie bewegt sich ein Frosch oder eine Maus oder ein Storch? Was hatten wir noch in der Geschichte? Die Katze. Und die anderen müssen raten, was das wohl für ein Tier ist. Das ist auch noch eine Idee für zu Hause. Ja, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr vielleicht weiter noch Lust habt, Bilder zu malen mit dem Regenbogen oder der Arche Noah oder irgendwelchen Tieren und die wieder im Ernst-Flathaus in den Briefkasten werft. Da sind nämlich noch zwei Fenster, da können wir dann die dann hinhängen. Also wenn ihr dazu Lust habt, würden wir uns da auch sehr drüber freuen. Ja, das waren einige Ideen, die ihr zu Hause selber machen könnt. Und jetzt würden wir gerne noch mal zusammen singen. Da stehen wir gleich auch wieder zu auf. Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß. Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar, Gottes Gnade ist so wunderbar groß. So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß. Ach so, bleib mal stehen. So, jetzt wollen wir immer zusammen beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch zu Hause auch Mama und Papa die Hand geben. Und dann werden wir einfach mal still.
Danke, guter Gott, dass du Noah und seine Familie und die Tiere gerettet hast. Und danke, dass du auch auf uns aufpasst. Danke, dass du versprochen hast, nie wieder eine so große Flut zu schicken. Und danke für den Regenbogen, der uns immer daran erinnert. Amen. So, und dann singen wir jetzt zum Schluss noch unser Segenslied. Da können wir gleich stehen bleiben. Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand, segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand. Ja, jetzt sind wir schon am Ende unseres Gottesdienstes. Uns hat das richtig viel Spaß gemacht und wir hoffen euch auch. Und ja, wir freuen uns sehr, wenn wir auch wieder zusammen hier in der Kirche feiern können. Ja, liebe Kinder, es hat uns heute sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zu feiern. Und ich hoffe, das ist euch auch so gegangen. Ja, wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Genießt das schöne Wetter. Und ich denke, dass wir uns dann irgendwann mal wieder gesund hier wiedersehen. Solange bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sagen einfach Tschüss. Bis bald, tschüss.